Ah, diese. So, und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Heute machen wir was ganz Besonderes, und zwar möchte ich alle neuen Einzelspieler-Level spielen, und das auf Zeit. Ich weiß noch nicht genau, wie schnell wir sein werden. Ihr seht ja schon unter mir die Stoppuhr, das bedeutet, ich habe dann natürlich genau im Blick, wie lange wir dann aktuell dabei sind. Also dieses hier habe ich schon auf 2 Sterne gemacht, aber den mache ich natürlich nochmal neu, damit er auf 3 Sterne ist. Ansonsten geht es ja hier runter bis Mommas Irrenhaus. Ich werde aber schon mal eben vorsorgen. Wir machen Armeeschub rein, machen das rein. Ich kann leider nur 2 Supertruppen gleichzeitig aktivieren, deswegen entscheide ich mich dafür, für den Super Bowler und für den Supergräber. Ansonsten sind wir ready to go. Ich habe sie ja alle schon gespielt, alle Einzelspieler-Level. Ich werde sie hier oben für euch nochmal verlinken als Infokarte und natürlich auch hier drunter, dann könnt ihr sie euch nochmal alle angucken. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal direkt rein. Sobald ich dann hier gleich auf Start drücke, beziehungsweise sobald ich die erste Truppe setze, dann werde ich meine Stoppuhr starten. Ich habe jetzt hier mal, ja, im Endeffekt erstmal den Klassiker ausgewählt. Ah, das ist schwierig. Es sind wirklich viele schwierige Level dabei. Vielleicht mache ich zwischendurch auch mal einen Cut, aber die Zeit läuft ja immer mit. Also ich habe hier die Online-Stoppuhr, die läuft sowieso immer mit. Wenn dir das Video gefällt, lass gerne ein Like da, abonniere den Kanal und ich weiß noch nicht genau, wie wir anfangen. Warte, ich hab eine Idee. 3, 2, 1, los. So, zack, 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 zack. Wir machen da schon mal eben alles weg soweit. Okay, Stoppuhr läuft. Alles gut soweit. Und jetzt kann die ganze Chose ja auch schon anfangen. So, ja, den Blitz hätte ich mir natürlich jetzt hier sparen können. Den brauche ich jetzt hier erstmal nicht. Aber ist in Ordnung. Wir haben auch, im Endeffekt habe ich auch kein Zeitlimit. Das ist ja die Sache. Es gibt ja hier bei den ganzen Einzelspieler-Leveln gibt es ja kein Zeitlimit. Also im Endeffekt dauert das jetzt so lange, wie es dauert. Das ist die Sache. Aber wir gucken mal. So, ich weiß, dass da noch ein paar Königsgeister irgendwo versteckt sind. Die möchte ich natürlich ganz gerne umgehen, wenn es geht. So, lassen wir da schon mal die Clanburg raus. Da kommt vielleicht schon mal irgendwie der Königsgeist raus. Noch nicht. So, alles gut. So, zack, 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 zack. Da schon mal drauf. Zack, zack. Und gefreezed. Und ich setze die Blitze trotzdem schon mal. Oh, wir haben es weggeblitzt. Sehr schön. Wir haben es weggeblitzt. Alles gut. So, das hat schon mal ganz gut funktioniert. Dann können wir da schon mal einen Wutzauber drauf dreschen. Das ist ja gerade mal Level 1 von 15. Ich habe mir eben extra noch mal Gems gekauft. Und ich habe mir noch einen kleinen Kaffee gemacht. Damit ich das auch gut überstehe. Und die Helden. Ja, komm, wir setzen sie schon mal dahin, damit es ein bisschen schneller geht. Zack, zack, zack. Hm. Durch den Zauber, durch den Heldentrank, wird das Ganze natürlich ein bisschen schneller funktionieren. Und ich habe mir natürlich auch gemerkt, dass die ersten beiden Level ganz gut gehen mit den Elektrodrachen. Okay, Level 1 haben wir schon mal geschafft. Hm. Ich bin schon mal zufrieden. So, Handy habe ich mir auch geschnappt, damit ich mir immer schön spenden kann. Moment. Das passt schon mal soweit. So, ich spende mir jetzt mal eben ganz schnell selber. Habe ich gemacht. So, die anderen müssen jetzt leider ganz kurz warten. Jetzt muss ich eigentlich schon mal eben den 3. Level mir angucken, damit ich weiß, wie ich den machen muss. Also ich werde natürlich auf meine eigenen Sachen zurückgreifen. Was habe ich denn da gemacht? Ah, ich weiß, welcher das ist. Okay, warte mal, da brauchen wir ein paar Hawk Rider. 2, 3, 5. Okay, ansonsten habe ich die Standardtaktik genommen. 3 Stück. Drei Stück. Oh, Valkyren habe ich einige mitgenommen. Ja, das wird schwierig. Oh, ich habe keine Supermauerbrecher. Okay, da müssen wir ein bisschen umdisponieren. Keine Supermauerbrecher am Start. Alles klar. Was habe ich denn da sonst noch genommen? Nehmen wir lieber davon noch einen mit. Nehmen wir noch davon eine mit. Noch eine? Na komm. Man kann nie genug haben davon. So. Zauber. 2 auf jeden Fall. Einen Gift. Oh, schwierig. So, das passt soweit. Hier haben wir zum Beispiel, jetzt hier ist jetzt zum Beispiel ein Fehler drin. Da muss ich jetzt mal einmal tauschen. So, das passt. Dann nehmen wir noch einen Freeze mit. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, den Schub reinzudreschen. Und es geht weiter. Ring der Macht. So. Okay, hier. Nein. Hier ist jetzt schon der erste Fehler drin. Denn wir brauchen dafür auf jeden Fall Flammi. Ohne Flammi geht es hier nicht bei dem Level. Deswegen, ich muss die Gems sowieso zwischendurch mal benutzen. Den Bohrer brauche ich auch immer mal wieder. Flammi brauche ich auch immer mal wieder. Ja, das ist halt teilweise so hier, ne? Ich weiß nicht genau, wie es jetzt zeitig aussieht. Da auf jeden Fall schon mal was weg. Da auf jeden Fall schon mal was weg.
Und dann müsste das ganz gut funktionieren. Wir gehen sowieso von oben rein. Deswegen blitze ich den da schon mal eben weg. Ja, und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr denn die Einzelspieler-Level so findet. Ich muss sagen, sie sind wirklich super gelungen. Also die machen einfach nur Spaß, sind super gemacht. Da hat sich das Team ja wirklich mal selbst übertroffen. Und jetzt warten wir erstmal ab. Was ist jetzt Ziel hier? Ziel ist auf jeden Fall, dass wir jetzt erstmal ja, das hier noch wegmachen, das noch wegmachen, dann die Adler-Dev und dann haben wir hoffentlich gleich Level 2 schon mal im Sack. Und dann kommt Level 3. Warte mal, ich gucke mir gerade schon mal eben die nächsten Level an. Titanic ist noch ein Level. Was haben wir sonst noch? Ja, ich habe da auch lange dran gesessen an den Einzelspieler-Leveln teilweise. Also wenn du nicht weißt, mit welcher Armee du das dann machen musst. Oh, Sonderfall haben wir auch noch. Womit habe ich den denn gemacht? Oh, okay. Dann habe ich schon mal die nächsten Level zumindest vorm geistigen Auge und weiß, was mich da erwartet ungefähr. So. Ja, es ist halt immer, teilweise ist es nicht ganz so einfach oder es ist teilweise nicht ganz so schnell zu erledigen, das Ganze. Das ist einfach so. Wenn du halt überlegen musst, wie machst du das, wie gehst du vor und vor allem jetzt mit Flammi will ich ja auch nichts überstürzen. Ne? Flammi ist jetzt ja auch noch am Rödeln, bedeutet der linke Magierturm ist jetzt gleich schon weg, der rechte Magierturm folgt. Und jetzt geht Flammi endlich auf die Adler-Dev. Und die wollen wir unbedingt weghaben. Ich möchte auch unbedingt jetzt gleich schon... eigentlich hätte ich die Clanburg wegmachen müssen. Das war jetzt eigentlich sehr blöd von mir. Denn die Clanburg... Ja, die hätte ich mir eigentlich schnappen müssen. Die Clanburg hätte ich mir eigentlich schnappen müssen. Da ist nämlich ein Hund drin und die muss auf jeden Fall weg. So. Ja, und natürlich, natürlich noch ein Bogis und Headhunter sind da auch drin. Ich weiß... Aber der Rest ist natürlich auch nicht so ganz unproblematisch. Deswegen, Clanburg weg bitte. Clanburg weg, bevor da was kommt. Ich kann sonst nichts setzen. Oh, jetzt kommen sie schon von oben. Oh, die Clanburg ist weg. Schönes Ding. So. Clanburg ist weg. Wir setzen schon mal eben. Tut mir leid, wenn ich zwischendurch mal husten muss, aber... Leider habe ich immer noch etwas Husten. Das lässt sich dann teilweise auch nicht ganz vermeiden, dass ich zwischendurch mal leider ein bisschen husten muss. Vielleicht mache ich auch wirklich zwischendurch mal einen kleinen Cut oder lasse es mal ein bisschen schneller durchlaufen. Das weiß ich natürlich noch nicht, aber wir haben es jetzt zumindest schon mal geschafft. Level 2 ist im Kasten. Schönes Ding. Und jetzt gucken wir mal eben, Level 3 müsste Titanic sein. Nee, oh, verdächtige Lücke, okay. Ah, ich habe mich vertan. Das ist der falsche Level. Ich habe die falsche Armee ausgebildet. Verdammt nochmal. Das ist jetzt natürlich super ärgerlich. Dass ich jetzt nochmal... Jetzt muss ich auch komplett neu... Hallo, mach's doch weg, verdammt. So, verdächtige Lücke. Und dann kommt Zielübung. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall... Was habe ich denn da genommen? Verdächtige Lücke. Was haben wir da genommen? Da muss ich natürlich jetzt mal erstmal gucken, was ich da selber jetzt genommen habe für Truppen. Ich hab den gar nicht. Wo ist verdächtige Lücke bei mir? Ich habe verdächtige Lücke gar nicht drauf. Hab ich das gar nicht aufgenommen? So ein Quälgeist. Wo ist das denn? Keine Ahnung. Zielübung. Nee, Zielübung war es auch nicht. Keine Ahnung. Deswegen, okay, dann machen wir es jetzt anders. Wir nehmen das jetzt. Ich brauche aber auf jeden Fall einen Zeppelin dafür. So, Zeppelin an den Start. Dann, komm, wir nehmen jetzt, was soll ich machen? Soll ich die Armee jetzt nehmen? Ja, komm, soll ich machen? Wir nehmen die Armee jetzt einfach. Ich habe keine Lust jetzt zu wechseln. Ich habe keine Lust jetzt zu wechseln. Wir nehmen jetzt einfach die Armee. Wir nehmen jetzt einfach die Armee, würde ich jetzt mal sagen, weil ich jetzt sonst nicht weiß, was ich machen soll. Deswegen lassen wir das jetzt mal so. Das Problem ist, ich weiß nicht, was danach kommt. Was ist denn danach für eine Übung? Danach ist Zielübung. Die habe ich doch drauf. Zielübung. So. Zielübung hatte ich Super-Go, habe ich Super-Go Vivi ausgebildet. Das habe ich jetzt leider nicht. 1, 2, 3, nehmen wir das hier nochmal. Dann nehmen wir das hier nochmal. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Und ein paar Magier noch dabei. 10 Stück. Ja, ist halt immer die Frage, was man da nimmt. Nehmen wir noch davon ein, noch 3 Stück. Ah, das wird schwierig. Das wird schwierig werden, aber nicht unmöglich. So, davon noch ein. Da müssen wir jetzt eigentlich ready sein. Ich habe halt keine Ahnung, ob das jetzt hier so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wir brauchen auf... Ah, wobei, den hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Ja, wobei, komm, wir nehmen den. Wir nehmen den mit. Jetzt kommen die natürlich da raus. Logisch.
Ja, die müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal weg. Die Adler-Devs müssen weg, das wäre schon mal ganz gut. Die Super-Lakaien, die müssen auch weg, aber das schaffen wir natürlich. Weil die jetzt ja fast alle kaputt sind. Jetzt sind sie kaputt. So. Und jetzt gucken wir mal. Da kommt ein Sprung drauf. Da kommt ein Sprung drauf. 1, 2, 3, 4. Ich habe 10 Mauerbrecher dabei, warum auch immer. GG. 10 Mauerbrecher, die ich nicht brauche jetzt hier an der Stelle. Geil. Zack. Zack. 6 Stück. Wutzauber drauf. Wutzauber drauf. Freeze. Freeze. Und dann werden wir uns jetzt hier hoffentlich mal eben noch durchmogeln mit dieser Armee. Ich hoffe es. So. Ja, Warden gezündet. Und dann kommen wir jetzt hier hoffentlich gleich durch. Ja. Ich hatte echt für eine andere, ich hatte für das andere ausgebildet. Da habe ich mich so gewundert, so, das ist aber nicht der Level, den ich im Kopf hatte. In der verdächtigen Lücke sind natürlich auch noch Sachen drin. Aber ist okay, wir haben es jetzt gleich geschafft. Das ist echt das Problem, dass ich nicht vorher weiß, was mich da erwartet unbedingt. Da muss ich gleich gucken. Also ich hab sortiert auf meinem Rechner die ganzen Videos dazu. Allerdings hatte ich jetzt verdächtige Lücke irgendwie nicht mehr dabei. Warum auch immer. Weiß ich nicht. Aber gleich, die ganzen Sachen müsste ich ja noch haben. Immer eine Datei pro Level halt, wo ich es aufgenommen habe. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken. So, weiter geht's. Also, Zielübung. Das war das mit Super. Ja, da habe ich Super Go Vivi genommen. Ist okay. Das Problem ist, ich weiß danach, so ein Quälgeist. Okay, so ein Quälgeist habe ich noch drauf. Das weiß ich, glaube ich, noch. Wo ist so ein Quälgeist? Wo bist du, Quälgeist? Wo bist du, Titanic? Warum habe ich das nicht richtig sortiert? Ärgerlich. Warte. Zielübung. So ein Quälgeist. Hehe, da habe ich es doch. Da habe ich es doch. Habe ich den geschafft? Nein, den habe ich nicht geschafft. In dem Video? Doch, da ist er doch. So ein Quälgeist habe ich gemacht mit... Oh. Mit Golem, Supermagier und Valkyren? Okay. Das kriegen wir aber hin. 2, 3, 4. Dann, Supermagier habe ich ja nicht am Start. Das ist schon mal schlecht. 2, 3, 4, 5. Nehmen wir die mal mit. Nehmen wir noch ein paar Magier mit und hoffen, dass es funktioniert. Eieieiei. 1, 2, 3, 4. Da müssen wir jetzt leider mal ein bisschen improvisieren. So, den Bohrer noch. Zauber habe ich. Trupp machen wir fertig. Ja, 310 Juwelen. Hoffentlich schaffen wir das noch. Ich nehme mal noch ein paar Medaillen mit. Und wir gucken mal. Zielübung. So. Ja, komm. Das schaffen wir. 1, 2, 3, 4. Wir machen da schon mal richtig viel offen. So, ansonsten Sprungzauber noch, würde ich mal sagen, da drauf. Jo. 1, 2, 3. Magier. 1, 2, 3. Zack, zack, zack. 1, 2, 3, 4, 5. Zack, zack, zack. Ihr fahrt jetzt bitte alle da rein, Leute. Nein, der Freeze war natürlich wieder absolut grottig, muss man sagen. Der Freeze war richtig grottig. Nee. Den hätte ich mir schenken können. Den Freeze hätte ich mir schenken können. Aber nun gut. In der Mitte, das Gebäude ist weg. Gut. Ah, Giftzauber. Da auf jeden Fall nochmal freezen. Kommt, Leute. Ich muss das irgendwie jetzt... Wir müssen jetzt hier irgendwie durch. Es nützt alles nichts. Ja, zack, 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 zack. In der Mitte ist halt noch ein bisschen was. Königin lebt aber noch, das ist gut. König zünde ich jetzt schon mal außen eben. Königin kümmert sich jetzt noch darum, komm. Oh, und ich wurde gekickt auf meinem Handy wegen Inaktivität. So, komm, gib Gummi. Königin hat sich da auch schon mal drum gekümmert, das ist gut. Dann lebt jetzt gleich noch ein einziger Inferno-Turm auf Multi, das schaffen wir aber. Komm, Leute, Moment, Kaffeezeit, Moment. Das kriegen wir hin. Nein, jetzt geht die S. Oh, du Dumme. Ist die S auf die Kanone gegangen. Aber es wird reichen. Es wird so gerade eben reichen. Eieieiei. Wirklich auf der letzten Rille. Auf der letzten Rille haben wir das jetzt hier geschafft. Na gut. Eieieiei. Nächste ist im Kasten. Und jetzt gucken wir schon mal direkt drauf.
Truppen. Ich kann nicht immer jede Truppen jammen, das ist das Problem. So ein Quälgeist. Ich erinnere mich, das war eine üble. Das war wirklich eine sehr übel. Das war wirklich ein sehr übler Level. Ich erinnere mich. Eieieiei. Der ist wirklich sehr übel. Der ist wirklich super übel. Ich frage aber nochmal eben an. So, spenden, spenden, spenden. Ich muss jetzt mir mal eben selber spenden. Ich glaube, wir machen dann tatsächlich mal eben einen Cut, weil ich... Ja, ich muss jetzt, glaube ich, wirklich mal eben warten, denn sonst kann ich... Ich kann nicht immer jetzt hier alles jammen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu teuer, das Ganze. Und wir haben jetzt ja auch so extremen Zeitdruck, haben wir jetzt nicht. Wir sind 14 Minuten drin in der Challenge. Das läuft soweit. Die Helden brauchen auch. Ja, ich würde sagen, ich lasse zumindest die Helden mal eben laufen. Also die 4 Minuten, ich glaube, da kommt es jetzt auch nicht drauf an. Und dann gucke ich schon mal eben ganz schnell, was denn noch so auf uns zukommt. Warte mal, was ist danach? Danach ist Titanic. Ah, Titanic ist leicht. Das ist der leichte Level gewesen. Da erinnere ich mich ganz gut dran. Titanic ist ganz gut machbar. Ja, ich erinnere mich. Okay, Titanic ist das mit den ganz vielen, Skelettfallen. Also 2, 3, 5. Da brauchen wir auf jeden Fall einige davon. Das war das, was ich eigentlich eben meinte. Wo ich mich dann vertan habe, da brauchen wir auf jeden Fall, ja, nehmen wir mal 10 Stück mit. Ein paar Super Bowler noch an den Start. Eine davon. Zauber brauche ich da auf jeden Fall 2 Sprung. Das passt auch. Belagerungsmaschinen. Ist jetzt eigentlich nicht so wichtig, dass ich da die passende habe, aber ist in Ordnung. Alles klar, wir machen einen kurzen Cut. Ich lasse die Uhr natürlich weiterlaufen und dann bis gleich. Okay, ich habe es gerade fertig gejammt, habe mir noch ein paar Gems geholt. Wir sind jetzt bei 747 Gems. Das müsste hoffentlich reichen, soweit, dass das jetzt hier funktioniert. Boah, ich muss die aber wirklich, also ich muss die Level schon echt auf den ersten Rutsch schaffen, sonst sieht es wirklich sehr düster aus. Also wenn ich den nicht auf, wenn ich das nicht auf den, sagen wir mal, auf den, mit dem ersten Versuch schaffe, boah, dann wird's, dann wird's schon wirklich übel. Das muss man schon sagen. Dann wird's schon wirklich gefährlich. Oh, ich hab die falsche Belagerungsmaschine dabei. Oh. Ich habe tatsächlich die falsche Belagerungsmaschine dabei. Das wird natürlich auch nochmal lustig werden. Aber in Ordnung. Und ich habe ganz viele Freeze dabei. Ob das nochmal zu meinem Glück jetzt hier dienen wird oder nicht, das werden wir jetzt auf jeden Fall auch gleich mal sehen. Eieieiei. Da ist schon mal eine Falle. Ja, der Single Inferno ist übel. Den muss ich auf jeden Fall mal eben freezen. In der Mitte ist auch wieder was drin. Eieiei, Königin, komm. König, hilf mit. Hilf mit, wir haben noch einen Single Inferno. Oh, da sind noch ganz viele Fallen da unten, stimmt. Allerdings sind die Titaninnen ja eigentlich ganz gut gewappnet dafür, weil die ja durch ihre Aura schon mal ordentlich was kaputt machen. Es sieht auch so schlecht, glaube ich, nicht aus. Die Königin lebt noch, das ist noch mein Glück. Allerdings leben auch noch relativ viele Sachen da unten. Ja, wir müssen gucken. Ich darf den Level hier nicht verbocken. Wenn ich den verbocke, sieht es nicht gut aus. Ja, es lebt aber noch so viel. Oh mein Gott, das ist okay, das ist schon mal kaputt. Jetzt nicht so viele Fallen aufdecken, bitte. Nicht ganz so viele Fallen aufdecken. Multi-Inferno ist natürlich übel für mich. Deswegen zünde ich jetzt schon mal eben. Das muss weg. Multi-Inferno, komm. Ist auch weg. Ja, jetzt irgendwie hoffen, dass die Königin jetzt da drum rumläuft. Ja, das passt. Okay, gut. Oieieiei. Knappe Kiste, aber es reicht auf jeden Fall. 100%. Und jetzt müsste gleich Titanic kommen eigentlich. Oder ich weiß es nicht. So, was kommt jetzt? Titanic. Titanic weiß ich. Das ist ein Level, den kriegen wir ganz gut hin. Der ist nicht so schwer. Kalte Flamme kommt danach. Was ist mit kalter Flamme? Kalte Flamme, wo bist du? Sonderfall? Ah, ich hasse meine Ordnung. Ah, da ist es doch. Kalte Flamme. Kalte Flamme habe ich mit... Was? Mit was habe ich das denn gemacht? Wo ist kalte Flamme? Kalte Flamme habe ich mit Hawk Ridern gemacht. Ui. Ah, ich weiß, wie kalte Flamme funktioniert. Alles gut. Kalte Flamme habe ich im Griff. So, Moment. 4. Das weiß ich. Ne, 3. Ganz viele Hawks auf jeden Fall. So ungefähr 40 Stück. Eieieiei. Kalte Flamme habe ich, glaube ich, echt im Griff. Eieieiei. Da brauche ich auf jeden Fall... Da brauchen wir auch wirklich auf jeden Fall brauchen wir da... Ja, da brauchen wir Flammi. Eieieiei. Komm, wir nehmen mal noch 5 Stück mit. Ein paar Valkyren noch. Davon einen.
2, 3, zack, zack, zack. Eieieiei, das wird übel. Flammi haben wir am Start. So, kann man nie genug von haben, von Flammi. So. Ja, die Helden brauchen jetzt noch so lange, das ist das Problem. Da kann ich jetzt, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen, ich muss echt warten. 1 Minute, 10 Sekunden, 6 Minuten. Die Gladi dauert 6 Minuten. Brauche ich die denn? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass ich sie brauche. Wir sind 20 Minuten drin. Wie viel Level haben wir denn? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Titanic ist einfach, kalte Flamme ist auch einfach. Sonderfall, den habe ich doch auch noch gehabt. Wo ist Sonderfall bei mir? Eieiei, das wird... Sonderfall, ah ja, Sonderfall habe ich noch. Okay, Sonderfall habe ich auch im Blick. Das ist das mit den Bauhütten außen. Aber den kann ich jetzt ja noch nicht ausbilden. Na gut, ich würde sagen, wir machen jetzt, glaube ich, gleich wirklich mal eben einen Cut. Ich warte mal eben noch kurz. Bis gleich. Okay, ich habe es jetzt alle geheilt und jetzt sind wir ready. Ich habe mir noch eine andere Belagerungsmaschine gespendet, aber die brauche ich jetzt hier nicht. Ja, wir können die jetzt ruhig mitnehmen hier. Ich brauche auch eigentlich, warte mal, ich brauche keine 2 Sprung hier. Ich brauche da keine 2 Sprungzauber. Das ist nicht nötig. Das ist nicht nötig. So, einen davon auf jeden Fall. Und jetzt können wir loslegen. Titanic. Was bei Titanic das Besondere ist, sind hier gleich, das werdet ihr jetzt gleich schon sehen, sind die ganzen Fallen, die wir da haben. Da sind wirklich einige am Start. Die wollen natürlich auch erstmal alle gelockt werden. Ja, das ist übel. Dafür habe ich jetzt halt auch die Walküren dabei. Bei dem Level hatte ich das noch ganz gut in Erinnerung. Das ist doch so ein paar... Ja, sagen wir mal, so ein paar Fallen auf jeden Fall da sind. Guck dich das mal an, wie die Walküre jetzt einfach alle wegrasiert da vorne. 5, komm. Wir sprengen da schon mal eben offen. Da ist nämlich schon wieder die nächste Falle am Start. Aber die Walküre hat zumindest noch ein bisschen was geschnappt. Wir brauchen jetzt hier wirklich nur einen einzigen Sprungzauber. Der kommt nämlich dahin. 2, 3, zack, 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 4, 5, zack, zack, zack. Und nehmen den Bohrer mit. Auf jeden Fall. Da drauf, da drauf. Oh, mal gefreezed. Und dann wird es hoffentlich funktionieren, dass die Walküren uns ein bisschen helfen. Komm, komm, komm. Wo ist der Warden? Der Warden ist noch da. Der Warden muss jetzt noch mithelfen. So, da sind wir dann noch einige. Eieieiei. Der Bohrer ist noch am Leben. Das ist gut. Wir freezen mal eben noch schnell. Aber das ist... Also Titanic ist nicht so der schwere Level, finde ich. Der geht. Ich habe die Gladi noch gar nicht gesetzt. So, Titanic geht. Auch wenn es wirklich viele, 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 viele Sachen sind. Eieieiei. Wirklich sehr viele Fallen sind. Das geht auf jeden Fall. Denn wir haben ja auch noch einen Wutzauber dabei. Das geht auch. Der König ist noch da. Der kann uns auch noch mithelfen. Die Königin kann ich auch noch zünden. Von daher, das geht. Das Katapult ist jetzt auch weg. Jetzt haben wir echt nur noch die restlichen Sachen, die da rumstehen. Und halt noch die Fallen. Die kriegst du nicht alle gelockt. Ihr seht es ja jetzt. Die kriegst du nicht alle gelockt. Aber zumindest, ja, die Gladi ist halt schon wieder kaputt. Das ist halt wieder blöd. Die Gladi ist jetzt schon wieder kaputt gegangen. Das bedeutet, die muss ich gleich, glaube ich, wieder heilen. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so geil. Aber wir haben es geschafft. So, der Level ist jetzt auf jeden Fall schon beim Kasten. Ja, die Gladi ist wieder kaputt. Wie immer halt, ne? Das ist... Was ist denn das Nächste? Danach ist Sonderfall. Den hatte ich doch noch. Okay, Sonderfall ist das mit den Außen. Da brauche ich... Nee, da brauche ich keine davon. Boah, schwierig. Was habe ich denn da genommen? Bei Sonderfall habe ich... Oh, Riesenhexen-Bowler habe ich genommen. Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall mal 12 Stück mit. Dann nehmen wir so 8 Hexen mit oder 9. Einige Bowler. Nehmen wir ruhig mal einen davon mit. So, dann habe ich auf jeden Fall noch ein paar Walküren mit dabei gehabt für die Fallen. Aber auch nicht ganz so viele. Was habe ich denn sonst noch gehabt? Ach ja, davon noch welche. Ansonsten... Ja, komm, machen wir mal so. Machen wir mal so. Zauber, 2, 3, hatte ich 4 Stück. Ansonsten passt das soweit. Belagerungsmaschine nehmen wir. Ja, nehmen wir dich mit. So, das passt auch. Anfragen brauche ich jetzt gleich nicht. Ja, das dauert jetzt halt mal eben wieder ein bisschen. Oder beziehungsweise ganz kurz. Ich will jetzt eigentlich auch nicht immer alles gemmen. 600 Gems habe ich noch. 4 Minuten, 6 Minuten, die Gladi halt, die Gladi, die dauert immer, die Gladi, bis die wieder fertig ist.
Ja, komm. 25 Gems, ja, genau. Ja, genau. 20 Gems, ja, ja, klar. Ja, ja, genau. Und jetzt haben wir wieder, das Problem ist wieder nur ein Versuch. Ein Versuch. Und ich weiß auch noch genau. Brumms, offen gesprengt. So, König. Kommt nämlich an die Seite. Jetzt warten wir mal eben, bis das da auch weg ist. Warte. So, Königin. Und hier noch gleich die Gladi natürlich. So, Friesel. Zack. Da oben schon mal was drauf. Dann ist das auch schon mal weg. Und dann haben wir jetzt schon mal viel aufgeräumt. Das ist schon mal gut. So. Aber noch nicht ausreichend. Noch nicht ausreichend. Komm, Beeilung. Mach doch das weg. Mach doch das Katapult weg. Komm. Es reicht nicht. Wir kriegen das Katapult nicht weg. Ich krieg's nicht weg. Ärgerlich. Ich kriege das Katapult nicht weg da oben. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Aber gut. Da müssen wir uns jetzt gleich mal um... Ja, müssen wir jetzt gleich mal gucken. Das wird jetzt natürlich schwierig werden. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal warten, bis das da alles weg ist. Also bis die Türme da weg sind, bis die Tesla weg sind. Ja, und dann muss ich gleich mal gucken, wie ich das Ganze angehe. 40 Hogs habe ich noch. Das wird schwierig. Das wird jetzt gleich auf jeden Fall tricky werden. Ich hoffe natürlich gleich, Flammy fährt eher jetzt hier nach da unten Richtung Adlerdev, damit ich die gleich kriegen kann. Aber müsste eigentlich, denn gleich ist ja noch der Tesla da vorne, aber der Tesla ist dann gleich auch weg. Ist halt jetzt wieder ein Level, der ein bisschen dauert. Also das ist jetzt kein Level, der ganz schnell geht, aber... Oh, müssen wir mal eben mit... Nein, geht doch da drauf, seid ihr blöd. Hallo. Oh, jetzt ist die Adlerdev an. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist die Adlerdev auf. Fahr wenigstens nach unten noch. Genau. Wo laufen die jetzt hin? Kümmert sich zumindest noch darum. Vielleicht kriegen wir das noch hin, dass die sich noch was schnappen davon. Ja, die Adlerdev. Komm. Schnapp dir die Adlerdev. Schönes Ding. So. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen hier. Zack. Und jetzt... Ich habe die Gladi leider schon verschwendet. War nicht so gut. Ja, jetzt haben wir ein dickes Problem. Jetzt haben wir, glaube ich, ein dickes Problem. Ich hoffe, ich schaffe den Level noch. Wenn ich den nämlich jetzt nicht schaffe, dann wäre es wirklich sehr blöd. Beeilt euch doch da oben. Das wird nichts. Ich schaff den Level nicht. Oh nein. Ich habe den Level nicht geschafft. Das ist jetzt natürlich super geil, dass ich diesen Level jetzt gerade verbockt habe, denn das wirft mich jetzt, ja, das wirft mich jetzt ganz weit zurück. Jetzt kann ich die ganzen Zauber abbrechen, das kann ich abbrechen. Ja, jetzt müssen wir uns was anderes überlegen. Das ist jetzt natürlich super scheiße. Die Gladi ist auch wieder nicht da, diese verdammte Gladi, ne, jedes Mal ist sie nicht da. 2, 3, 4, komm, jetzt machen wir das so. Jetzt habe ich die Faxen aber endgültig dicke hier. Jetzt habe ich die Faxen endgültig dicke. 1, 2, 3. Jetzt ist Schicht im Schacht hier, wirklich. Jetzt habe ich wirklich keinen Bock mehr. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist endgültig Ende hier. 1, 2, 3, 4. Zack. Auf jeden Fall zwei davon. Und jetzt so. Diese Gladi. Was haben wir denn jetzt für welche? Ja, die Belagerungsmaschinen kann ich schon mal zum Beispiel gar nicht gebrauchen. Okay, wir haben Flammy zumindest am Start. So, jetzt kostet mich 58 Gems, kostet mich 39 Gems. Dann kann ich zumindest jetzt schon mal für den nächsten Level nachbauen. 4 Stück. 8 Stück. Boah, das kostet jetzt super viel Zeit einfach nur. Dadurch, dass ich den Level gerade nicht geschafft habe, das wird mich jetzt richtig... Das hat mich jetzt richtig zurückgeworfen. Eieiei. Eieiei, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Jetzt müssen wir uns was überlegen. Zack. So. Belagerungsmaschine. Habe ich denn jetzt alles? Die Gladi ist natürlich mal wieder nicht da. Das ist klar. Die Gladi ist mal wieder verletzt. Es ist logisch.
Truppen haben wir. Ja, dann würde ich jetzt mal kalte Flamme. Das ist echt zum Kotzen, wirklich. So. Du jetzt schon mal da drauf. So. Nummer 1. König. Komm. König. Zack. So. Nummer 2. Königin. Haben wir jetzt auch. Ja, dann ist die zweite Adler auch schon mal weg. So. Und noch ein paar Sachen sind da auch noch weg. Gut. Luftabwehr ist noch weg. Single Inferno, komm. Single Inferno ist auch weg. Das ist schon mal gut. So, und jetzt heißt es erstmal warten. Warten, dass das da alles weg ist. So. Und dann gucken wir mal in aller Ruhe weiter gleich. Eine Adler der. Ne, zwei Adler devs leben leider noch. Aber das ist okay. Da kommt doch gleich bestimmt irgendwo noch die Falle raus. Ja, ist okay. Ist okay. Kriegen wir hin. Diesmal bin ich ein bisschen optimistischer als eben. Die Mauern sind ja auch schon jetzt gleich auf dem Weg Richtung kaputt, hoffentlich. Komm. Fahr da unten hin. Ich habe noch zweimal... Ja, genau, da ist er. Genau, da ist er. Jetzt habe ich dich. Jetzt haben wir dich. Zack. Jetzt sind die Skelette dran, genau. So. Das muss jetzt nämlich noch kaputt. Ah, das ist eine Frostfalle. Ärgerlich. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das mal eben noch zumindest kaputt machen. Ja, komm. Komm. Druff. Oh, und jetzt heißt es hoffen. Mach doch kaputt da, mein Gott. Mach doch kaputt. So, freeze. Gladi zünden. Ja. Gladi ist noch wirklich ordentlich beschäftigt. Aber die Gladi ist jetzt auch schon kaputt. Boah, das wird wieder so knapp werden, glaube ich. Auch wenn die da jetzt gerade richtig aufräumen schon mal. Ah, oh, der Inferno muss noch weg. Mach doch den Inferno weg, Leute. Ist das denn so schwierig? Ja, die Fallen haben sie jetzt gleich zumindest. Jetzt sind noch so viele Truppen da. Komm, Warden, hilf doch jetzt einmal mit. Komm, Warden, schnapp dir den Inferno. Einmal noch. Nein, hat er nicht mehr geschafft. Ich werd bekloppt. Das war's. Der Inferno ist jetzt weg. Leute. Komm, ey, das ist noch eine fucking Verteidigung jetzt. Mein Gott. Ja, komm, wir probieren es jetzt so. Ich habe jetzt ehrlich keine Lust mehr, wirklich nicht. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich probiere das jetzt so. Einfach nur, wir rushen jetzt einfach durch. Heilen die Scheiße jetzt noch eben hier. Mein Gott, ehrlich, ey. Ist auch noch verletzt. Ich baue schon mal für gleich nach. Nehmen wir 15, ne, 13 Stück, 14 Stück. Es ist zum Kotzen, ehrlich. Zweite Mal, dass ich es verbocke. Es ist zum Kotzen, wirklich. Meine Fresse, wirklich. Es kann doch wirklich nicht so schwierig sein. Leck mich am Arsch, wirklich. Zweite Mal kalte Flamme verkackt. Und jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich wirklich einfach nur pisst. So. 2, 3, 4. Da springen wir jetzt da offen. Mein Gott, ehrlich. Meine Fresse, wirklich. So, jetzt lauft ihr da alle rein. Zack, ihr auch hinterher. Du fährst jetzt noch da. 1, 2, 3, 4, zack. Ihr alle hinterher. Da einen Zauber drauf. Da nochmal einmal gefreezed. Da nochmal einen Zauber drauf. Jetzt mal einmal den Warden gezündet. Es darf ja wirklich nicht mehr wahr sein, ehrlich. So, Gladi gezündet. Freeze.
Friesel, Wutzauber drauf. Es ist ja wirklich auch zum Kotzen, ehrlich. So, König, jetzt noch. Komm, schnappt euch jetzt alles. Jetzt bin ich wirklich pisst. Komm. Das ist auch kaputt. Ja, manchmal muss es Gewalt sein, wirklich. Manchmal muss man das mit Gewalt lösen. Sonst geht's anscheinend nicht. Zweimal mit Taktik versucht. Es hat nicht funktioniert. Jetzt einmal mit Gewalt drüber gerutscht. Und wer sagt's denn? Es wird funktionieren. Unglaublich. Ei. Es hat viel Zeit gekostet. Das hat jetzt wirklich viel Zeit gekostet. Was ist denn danach noch? Sonderfall habe ich. Pfad zum Schmerz. Ich dachte, den hatte ich gerade schon. Den Pfad zum Schmerz. Wo ist der Pfad zum Schmerz? Ah, okay, Pfad zum Schmerz ist einfach. Das ist kein schwieriger Level. Okay, dann gucke ich schon mal direkt danach weiter. Danach haben wir auf jeden Fall noch Bauarbeiter Opolis. Die war schwierig. Bauarbeiter Opolis war schwierig, glaube ich. Was habe ich denn da genommen? Ah, Valkyren und Super Bowler. Ah, okay, jetzt weiß ich wieder warum. Ja, okay. Das haben wir jetzt soweit. Jetzt muss ich mal eben gucken. Danach war. Ah ja, okay. 2, 3, 4, 5. Davon noch eine mitgenommen. Oder 2 oder 3. Zack, zack, zack. So. Und dann wird das funktionieren. 4. Es ist wirklich teilweise nervig. Muss ich wirklich sagen. Teilweise ist es wirklich nervig. Jetzt haben wir noch 286 Gems. Natürlich haben wir jetzt wieder die Gladi nicht dabei. Natürlich ist die Gladi jetzt wieder am Schlafen. Wie immer alt, ne? Und wieder 27 Gems benutzen für die alte. Aber okay. Oh, das ist so ein. Oh, das ist Sonderfall. Ah ja, interessant. Interessant. 1, 2, 3, 4. Das wird wirklich sehr spannend werden, dieser Level. Okay. Jetzt habe ich leider. Ja, jetzt weiß ich, wo ich mich vertan habe. Ja, okay, ich habe den Sprung zu früh gesetzt. Wir müssen jetzt mal eben die dahin locken. Da ist noch eine Tornadofalle. Lock doch die Leute jetzt dahin und mach die Bauhütte kaputt. Ist das denn so schwierig? Ist das denn wirklich so schwierig, jetzt diese Bauhütte zu zerstören? Frage ich mich. Ist es jetzt wirklich so schwierig? Mein Gott, ehrlich. Ich kriege hier noch die Krise, wirklich. Ich kriege hier noch wirklich die Krise. Eieieiei. Wirklich kriege ich hier noch zu viel. Geht bitte alle da rein. Kümmert euch bitte um die Sachen. Jetzt schießt ja gleich die Adlerdev. Dann kann ich jetzt ja schon mal eben den Warden zünden. So, der König kriegt auch schon mal ordentlich Feuer an Hintern. Aber das passt soweit. Ihr lauft jetzt mal dahin. So, Gladi ist noch am Start. Kümmert sich um den. Ja, bitte. Dankeschön. So, du kümmerst dich da drum. Zack, zack, zack. Na, es geht doch. Das einzige Problem jetzt gleich wieder die Gladi. Wobei, die Gladi ist gar nicht. Die Gladi hat sogar mal überlebt. Unglaublich. Die Gladi hat es endlich mal überlebt. Es ist ja wirklich. Es ist ja heute schon was wie Weihnachten. Also, ist ja wie ein vorgezogenes Weihnachtsfest heute, dass die Gladi es tatsächlich mal überlebt hat. Ich bin ja wirklich ganz. Ganz begeistert hier auf jeden Fall. So, 9900. Dankeschön. So. Weiter geht's. Mann. Fahrt zum Schmerz. Okay, Fahrt zum Schmerz ist einfach. Danach kommt Bauarbeiter Opolis, glaube ich. Da brauchen wir auf jeden Fall ein paar Valkyren. 2, 3. Da habe ich auf jeden Fall. Oh, da habe ich einige Superballer mitgenommen. 2, 3, 4, 5. Ja, ich kann halt nicht alles zu 100% jetzt hier wieder. Nachstellen, sage ich jetzt mal. Deswegen müssen wir gucken, dass wir das jetzt so machen, wie ich das ungefähr vorhatte. Wir nehmen auf jeden Fall den Bohrer mit dafür. Haben wir den noch? Okay, Bohrer haben wir noch. Jetzt ist der König nicht fit. Es ist natürlich immer was anderes, logisch. Ich warte aber noch kurz.
Weil das, glaube ich, jetzt wirklich nichts bringt, das jetzt hier zu überstürzen. Wir sind eh schon so weit drin, es ist jetzt schon 43 Minuten. Von daher, ich schaffe das jetzt eh nicht mehr. Also in einer Stunde schaffe ich das sowieso nicht. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück haben wir immerhin schon. Fahrt zum Schmerz ist einfach. Bauarbeiter, Opulisten müsste ich auch halbwegs hinkriegen. Es wird natürlich immer schwieriger im weiteren Verlauf, das ist natürlich auch klar. Ja, hätte ich bei dem einen nicht so rumgetrödelt und es zweimal verbockt. Das wäre natürlich geil gewesen. Habe ich aber nicht. Na gut, wir warten jetzt zumindest diese 3 Minuten 40 oder 3 Minuten 45, bis der König fertig ist. Bis gleich. Ich muss ja ein paar Gems sparen. Bis gleich. So, wir sind wieder da. Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr mir die Zeit da nicht glauben solltet, könnt ihr die auch immer ganz gut hier dran sehen. An dem, zum Beispiel an dem Heldentrank oder an dem Machttrank. Ne? Jetzt sind wir noch bei 11 Minuten 35 Restzeit. Also der läuft ja natürlich durch. Deswegen, also hier wird natürlich nicht geschummelt oder so. Es läuft halt alles weiter. Deswegen sehen wir ja auch an der Uhrzeit. 47 Minuten haben wir jetzt ja schon. Von daher, das läuft soweit alles durch. Fahrt zum Schmerz, habe ich ja gesagt, ist eigentlich ein sehr einfacher Level. Der fand ich eigentlich ist mit der einfachste, muss man sagen. Hoffentlich schaffe ich den jetzt auch. Das wäre natürlich geil, wenn ich sage, der ist so einfach. Und dann verbocke ich ihn. Das wäre natürlich super, wenn ich den jetzt hier verbocken würde, den Level. Zack, zack, zack. Und Teil 1 nach da. Jetzt kommen natürlich die da raus. Das ist logisch, macht mir aber nichts. Weil ich ja noch auf jeden Fall den Warden auch noch zünden kann. So. Da, jetzt kommt der König. Und der König kümmert sich darum. Perfekt. So. Da noch ein Zauber drauf. König ist immer noch am Start. Gladi. Vielleicht schaffen wir es mal, dass die Gladi mal überlebt. Vielleicht schaffen wir es mal. Das wäre natürlich mal geil. Gladi, komm. Gladi, gib alles. Einmal noch gefreezed. Königin kann ich noch zünden. Der Bohrer lebt ja auch noch. Das ist schon mal nicht schlecht, dass der Bohrer noch am Start ist. Ja, da ist noch ein Tesla in der Ecke. König macht ein bisschen schlapp, aber ansonsten geht's noch. Das war, ich hab's gesagt, jetzt nicht gerade der schwerste Level. Da ist jetzt noch ein Tesla. Aber dann haben wir's. Dann haben wir das. Und dann kommt dann, glaube ich, als nächstes Bauarbeiter Opulis. Das ist ein schwieriger Level, aber der ist auch machbar. Ja, der eben. Den hätte ich nicht zweimal verbocken sollen. Den hätte ich nicht zweimal verbocken sollen. So, jetzt fragen wir mal eben schnell an. Ja, Truppen haben wir ja nicht. So, das ist gut. Zack, zack, zack. Das haben wir auch. Aber wir gucken schon mal danach. Den nächsten Level danach. Okay, monolithisch. Oh. Das war das mit, natürlich das mit den ganz vielen Monolithen. Ist logisch. Monolithisch. So, was habe ich da denn gemacht? Wo ist monolithisch in meiner... Da. Monolithisch habe ich gemacht mit... Da brauche ich auf jeden Fall Flammi für. Interessant. Was habe ich denn da gemacht? Jetzt wird. So wird ein Schuh raus. Golem-Hexen-Bowler. Merkt euch das mal. Golem-Hexen-Bowler und zwei Sprung. Okay, interessant. Interessant. Golem, Hexenbowler und Flammi an den Start. Eieieiei. Drei Golem, neun Hexen. Und auf jeden Fall Ballons brauche ich dafür. Wie viel hatte ich denn da am Anfang? Drei oder vier? Vier Stück. Hier Ballons. Eine Valkyre für eine mögliche Falle. Einen davon. Dann natürlich noch ein paar Bowler an den Start. 13 Stück. Ja, stimmt, ich hatte in dem Entwickler-Account hatte ich ein größeres Armeelager. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Wir können es fertig machen. Oh, wir haben wieder mehr Platz. Gut. Dann können wir das halt tatsächlich ja noch einnehmen. Ja, so muss das doch sein. Haben wir denn jetzt alles fertig hier? Wir haben noch 168 Gems. Wer macht denn jetzt hier schlapp? Der König macht schlapp. Ich kann sogar noch einen mitnehmen. Ich kann sogar noch einen davon mitnehmen. Oder? Ja, genau. 2 Minuten. Die warte ich jetzt aber mal eben. Und dann machen wir das so. Kurzer Cut. Bis gleich. Okay, wir sind wieder zurück. Ich habe das jetzt fertig gemacht. Beziehungsweise ich habe gewartet, bis der König fertig ist. 5 Minuten 54. Haben wir aber nur noch die Tränke. Deswegen habe ich mir jetzt gerade noch einen gekauft. Leider habe ich jetzt nur noch 100. Jetzt haben wir nur noch 70 Medaillen. Deswegen bin ich gleich auf jeden Fall darauf angewiesen, mir selber zu spenden. Das wird dann natürlich dauern. Bauarbeiter Opulis ist jetzt der Level. Okay.
Schwieriger Level. Was habe ich denn da gemacht? Oh Gott, da muss ich auf jeden Fall mal einmal gucken, Leute. Da muss ich mal einmal checken. Das ist, ich darf das jetzt nicht verbocken. Wir dürfen diesen Level jetzt auf keinen Fall verbocken. Ich weiß, dass da irgendwo Fallen waren, auf jeden Fall. Ah, okay, vorne sind einige Fallen. Ja, okay. Ansonsten war das nicht... Okay, ansonsten ist das nicht so ein schwieriger Level. Ich entscheide mich trotzdem einmal noch ganz kurz um. Moment, der muss weg. Wir nehmen lieber 4 davon mit. Das ist jetzt... So viel Zeit muss jetzt eben sein. Okay. Ich darf keinen Fehler mehr machen jetzt. Das ist das Ding. Ich darf keinen Fehler mehr machen. Truppen haben wir alles, Zauber haben wir alles. Alles gut, so. 1, 2, 3, 2, 5, 6. Da noch einen hin. Hier schon mal dahin. Bohrer. Hier, zack, 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 zack. Wutzauber, Wutzauber. Und jetzt schon mal gezündet. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, den hätte ich mir sparen können. Da auf jeden Fall noch ein Wutzauber drauf kommt, Leute. Beeilung. Oh, ich habe noch so viele Freeze übrig. König, komm, König. Nein, ich krieg den nicht ganz weg. Oh mein Gott. Komm. Also, es reicht. Es wird reichen. Glaube ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Ja, wir haben auch den Bohrer, haben wir auch noch. Ist gut. Das Ding ist, was mache ich jetzt mit meinen... Ja, die nehmen wir damit. Ja, das ist... Es ist in Ordnung. Ein Freeze habe ich noch übrig. Königin zünde ich jetzt mal eben schon mal. Ja, noch eine Falle. Wir freezen mal eben noch. Da ist jetzt auch gleich alles weg. Und dann haben wir es. Bauarbeiter Opolis ist dann schon mal weg. Das ist gut. Gar nicht mal so einfach der Level, aber auf den... Ja, mit dem ersten Versuch ist natürlich immer gut. Wenn man das schafft. Ist natürlich jetzt auch noch Rathaus 14 Niveau eigentlich, aber trotzdem, habt ihr ja eben gesehen bei dem einen Level, ist jetzt auch nicht immer ganz so einfach. So, das nächste ist jetzt monolithisch, den hatte ich ja schon mir angeguckt, der ist in Ordnung, den kriegen wir kaputt, indem wir dann auf jeden Fall Flammi mitnehmen. Ja, mit Flammi und den restlichen Sachen geht das. Okay, danach haben wir was? Danach haben wir... rasende Kopfschmerzen. Ah, das weiß ich auch, wie das geht. Alles gut. Rasende Kopfschmerzen, das weiß ich, wie das funktioniert. Da brauchen wir nämlich 2, 3, 4. 2. Auf jeden Fall einige gleich von den Super... Ja, von denen einige. 11 Stück habe ich da mitgenommen. Das ist in Ordnung. So. Das passt. Naja, ich habe ja noch was übrig. Nehmen wir noch einen davon mit und einen Magier mit. Dann habe ich mitgenommen 3 Heil. Einen davon, zack. Okay. Lagerungsmaschine Flammi habe ich auch, das ist in Ordnung. Ja, das wird, glaube ich, soweit funktionieren. Ich bin jetzt halt, wie gesagt, darauf angewiesen. Ich kann mir jetzt einmal noch was spenden, das bringt mir jetzt aber gerade nichts. Deswegen muss ich jetzt eigentlich mal eben warten, die 2 Minuten, dass ich mir dann gleich mal eben was spende. Wir gucken schon mal eben drauf, monolithisch. Ja, der ist übel, aber der geht noch, finde ich. Der ist in Ordnung, der Level. Sprungzauber klatschen wir gleich auf die Ecke drauf. Und auf die Ecke drauf. Ich hoffe, es funktioniert. Flammi brauche ich noch dafür. Wo ist Flammi? Da ist Flammi und wir tauschen den Bohrer aus. Und für danach brauche ich Flammi nicht. Da brauche ich auf jeden Fall wieder den Bohrer. Flammi bauen wir trotzdem nochmal eben aus. Mal einen kurzen Cut. Warten wir eben ab, bis das jetzt hier alles fertig ist. Ich muss mir gleich mal eben selber spenden. Bis gleich. Dann haben wir noch ein paar Level vor uns, aber es geht halbwegs. Bis gleich. Okay, ich habe jetzt gerade noch im Nachtdorf ein paar Sachen abgebaut. Habe jetzt auch noch eine Rune verkauft aus dem Nachtdorf, die ich ja sowieso nicht brauche, weil es ist das Nachtdorf. Da brauche ich das Zeug natürlich nicht. Sieht man jetzt hier auch noch, ne? Der Turm läuft noch, in der Juwelenmine war ein bisschen was drin. Oh, warte, wir können tatsächlich was ausbauen hier. So viel Zeit muss sein. Ja, machen wir mal eben ganz schnell noch, damit das auch erledigt ist. So, weiter geht's. Monolithisch. Ich weiß, dass... Ja, da ist auf jeden Fall was.
Das ist das, was ich erledigen wollte. Der Rest ist jetzt erstmal egal. Wahrscheinlich... Ja, ich weiß doch, warum wir den Riesen brauchen. Weil da gleich noch irgendwo ist da noch auf jeden Fall ein Tesla. Und der muss gleich auf jeden Fall auch noch weg. Hier in der... Da irgendwo in der Ecke. Da hier vor den Magiertürmen oder so, da könnte noch ein Tesla sein. Deswegen warten wir jetzt mal eben. Hoffentlich sind die Mauern jetzt gleich mal weg. Das läuft nicht gut jetzt. Aber jetzt... Da ist noch eine Bombe noch. Und jetzt wird er gleich hoffentlich den Tesla aufdecken. Ah, ist sogar gar keiner. Aber da vorne sind noch zwei. Ist auch nicht schlecht, wenn wir die jetzt schon mal wegholen. Die Adler-Def muss natürlich weg. Wenn die Adler-Def weg ist, dann haben wir gute Karten. Hoffentlich klappt es. So, der Magierturm ist jetzt weg. Gut. Komm, weiter, weiter, weiter. Fahren. Schnappt ihr mir erstmal in aller Ruhe. Schnappt ihr erstmal in aller Ruhe das Zeug. So, das passt. Was will er denn jetzt hier von mir als Nachricht? Ach, mein Vater schickt wieder Videos. Wer kennt das? Wenn die Eltern, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen lustige Videos schicken, dann ist es in 99% der Fällen eigentlich nicht lustig. So, den Monolithen kriegen wir nicht mehr. Der hat die Reichweite zu hoch, oder? Ja, der hat die Reichweite zu hoch. Ist okay. So, Nummer 1. Nummer 2. Ach, da habe ich dich doch für gebraucht. Jetzt erinnere ich mich auch. Nein, ich habe den König nicht. Oh. Das ist jetzt natürlich Worst Case, dass wir den König nicht haben. Das ist jetzt natürlich absolut Worst Case, aber in Ordnung. Jetzt müssen wir das Beste draus machen. Oh. Das ist jetzt natürlich wirklich gar nicht gut. Jetzt müssen wir echt hoffen. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ein sehr blöder Fehler. Aber wir schaffen es trotzdem, glaube ich. Oh, der König ist nicht mit dabei. Das ist natürlich wirklich so selten dämlich gewesen. Aber wir schaffen es trotzdem. Oh, da muss ich auf jeden Fall gleich drauf achten. Das ist bei den nächsten Leveln dann natürlich tödlich, wenn ein Held fehlt. Hier geht's jetzt noch. Hier schaffen wir es jetzt noch. Der Level ist nicht so schwer, aber bei den anderen... Oh. Wenn dann einer fehlt... Ich muss auch erstmal gucken, habe ich noch genug Platz auf der Platte? Nicht, dass die Festplatte gleich voll ist und dann habe ich keinen Platz mehr drauf. Aber müsste noch passen. Ja, das passt doch locker. So, das passt auf jeden Fall. Er nimmt auch noch alles auf. Das ist auch gut. Wir sind schon bei 1 Stunde und 3 Minuten. Das ist natürlich gar nicht cool. Aber okay. Alles gut. Wir sind noch im Rennen. Jetzt gucken wir mal weiter. Rasender Kopfschmerz hat die giftiger Stadtplatz. Ja, wir nähern uns ja so langsam dem Ende hier. Ist ja nicht mehr so viel. Giftiger Stadtplatz. Was habe ich da denn gemacht? Ah, okay. Giftiger Stadtplatz ist eindeutig die Super Bowler-Taktik. 5. Nehmen wir davon was mit. 2, 3, 4. Ein paar Bowler noch an den Start. Und dann hoffen. So. Eieieiei. Das wird auf jeden Fall lustig werden. Zack. Nein. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Zack. So. Da brauchen wir Flammi. Haben wir. Bora nehme ich jetzt nicht mit. Vielleicht brauche ich den Zeppelin noch irgendwann. Wer weiß. Den Bora brauche ich auf jeden Fall nicht. So, wir haben auch keinen... Oh, wir haben keinen Trank mehr. Das ist auch nicht gut. Wir haben keinen Trank mehr. Jetzt müssen wir mal eben nachgucken. Also, rasende Kopfschmerzen ist der Level. Den kriege ich hin. Allerdings habe ich jetzt hier einen Fehler drin. Den muss ich mal eben noch ausbessern. Und zwar brauche ich auf jeden Fall... Ich brauche auf jeden Fall Mauerbrecher. Und das nicht zu knapp. Wir brauchen auf jeden Fall Mauerbrecher. Die müssen sein. So, das passt soweit. Wir haben Zauber, wir haben Truppen. Wir haben die Belagerungsmaschinen. Ich brauche den Bohrer dafür, den habe ich. Ja, ich muss eigentlich jetzt auch anfordern. Moment, wo ist mein Hindi-Ding? Da ist es. Ja, es wird echt eine spannende Angelegenheit. Warte. Ich muss das Handy holen. Ja, erst das Handy. So, da steht mein Name drin. Bedeutet, ich kann auf jeden Fall mal einmal mir spenden. So. Gib mir Truppen.
Helden haben wir jetzt endlich mal alle wieder am Start. Armeeschub ist drin. Heldentrang ist auch drin. Das ist eine teure, teure Runde, aber wir kriegen natürlich auch ordentlich Loot dafür. Und jetzt geht's los. Hier ist nämlich der erste Trick. 1, 2, 3, 4. Dass wir die nämlich erstmal alle da wegholen. So, die müssen jetzt erstmal da weg. Jetzt kommst du dahin. Zack, 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 zack. Schaum sprengen. Offen. Ja, schönes Ding. So. 1, 2, 3. Zack, zack. Das muss jetzt schon mal weg. Ja, die sind auch alle weg da vorne. Und jetzt müssen natürlich unsere Helden erstmal so viel holen, wie es geht. Ja, komm, hol dir das Katapult. Hol dir das Katapult, hol dir das Katapult, hol dir das Katapult. Yes. Das ist weg. Königin, lauf jetzt bitte da rein. Genau, kümmere dich jetzt. Na, ich zünde sie immer, wenn sie in die Riesenbombe reinläuft. Komm, hol dir noch den X-Bogen. Hol dir noch den X-Bogen. Haben wir auch noch geholt. Schönes Ding. Okay, Schritt 1 erledigt. Bohrer an den Start. Sups, zack, zack, zack. Gezündet schon mal. Jetzt müssen wir ein bisschen uns... Jetzt müssen wir reinkloppen. Da sind sie. Da sind sie. So. Katapult. Gladi. Komm, 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 komm. Da sind noch welche. Wo sind die anderen? Wo sind meine ganzen Bohrer? Wo sind meine ganzen Tunnelgräber hin? Die meisten sind schon weg. Aber viele leben auch noch. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Lebt bitte, lebt weiter, lebt weiter, lebt weiter. Der Bohrer lebt auch noch, das ist gut. Vielleicht ist irgendwo noch eine Falle unterwegs. Aber das schaffen wir auch. Diesen Level werden wir, glaube ich, auch ganz gut schaffen. Das passt. Die Bohrer leben noch. Beziehungsweise die Bohrer, die Gräber. Die Supergräber leben noch. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Man kommt ja immer so ein bisschen durcheinander, weil dann doch man manchmal den Überblick verliert. Wo sind sie? Aber das läuft. Den kann ich sogar wegwerfen jetzt, den Zauber. Den brauchen wir nicht mehr. Das ist gut. Ja, nicht täuschen lassen. Die sind nur Deko, die Armeelager. Die gehören nicht dazu. Und jetzt haben wir es. Das nächste ist im Kasten. Das nächste ist im Kasten. Gut. Gut, 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 gut. Das nächste haben wir auch geschafft. Es läuft. So, das nächste ist, glaube ich, giftiger Stadtplatz. Da habe ich ja auch schon mir was überlegt. Dann haben wir noch verschwindendes Dilemma. Was haben wir denn bei verschwindendes Dilemma? Es sind ja nicht mehr viele, 3 Stück noch. Ah, da habe ich Lavalunion genommen. Interessant. Okay, 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 ich hab's. Nur die Frage ist immer, wie viele Truppen nimmt man dafür mit? Das ist immer die Frage. Okay, 31 Loons. Interessant teilweise, auf was man für Ideen kommt bei den Taktiken. So, 2 Stück. Ich glaube, ich habe sogar einen in der Clanburg. Nee, ich habe keinen in der Clanburg gehabt. Super Mauerbrecher habe ich jetzt nicht. 4, 5, 6. Hoffentlich passt es. Hoffentlich passt es. 2, 3. Heilerinnen? Ah, ja, ich weiß warum. Ich weiß warum. Okay, jetzt muss ich mal eben gucken, was ich mache. Davon eine weg. Oh, das passt immer noch nicht. Jetzt passt's. So. Das passt. Ah, stimmt, da habe ich einen kleinen Queen Walk gemacht. Da habe ich einen kleinen Queen Walk gemacht. So. 2 Eilzauber. 3 Wut. Eieieiei. Das ist auch wieder eine sehr spannende Angelegenheit gewesen. Aber wir haben schon ordentlich Loot gesammelt, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Wir können sogar was forschen jetzt. Wir haben sogar so viel Loot schon gesammelt. Na, noch nicht ganz. Na, nicht ganz, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Aber in Ordnung. Wo ist jetzt hier der Knackpunkt? Der Knackpunkt ist jetzt eigentlich beim König und bei meiner Clanburg. Ne, beziehungsweise eigentlich ist er bei den Truppen. Eigentlich ist er bei den Truppen. Was sagen denn die Gems? 197, das schaffen wir aber. 33. 15. So. Ich muss jetzt wieder anfordern. Ja, warte mal. Da, so, 14 Stück. Ja, ist ja nicht viel, was wir anfordern müssen. Ist ja nicht viel. So, das haben wir jetzt auch. König dauert jetzt noch. Den mache ich jetzt aber mal eben fertig. Wo ist er? Der kleine Schläfer, der ist da vorne. Okay. Giftiger Stadtplatz. Wir gucken es uns mal an. Ah, ja. Da muss ich mal eben ganz kurz gucken, was ich da gemacht habe. Boah, das ist schwierig. Giftiger Stadtplatz war, glaube ich, auch nicht ohne. Was haben wir da gemacht? Beim giftigen Stadtplatz.
Ach, das war der. Ach, jau, das war der Klassiker mit dem. Mit der Super Bowler-Taktik. Ich erinnere mich. Dann ist es doch nicht ganz so schwierig. Ich weiß nur nicht, ob auf der einen Seite unbedingt noch was war an Fallen. Da muss ich jetzt gleich mal gucken. Deswegen, das ist immer gut, wenn man das Video halt noch hat bei mir auf dem PC. Nicht wundern, ich gucke da jetzt gerade drauf. Da ist nämlich was. Da ist nämlich was. Ja, okay. Jetzt wird's spannend. Da ist nämlich noch Tesla versteckt und ich glaube, da ist auf jeden Fall auch noch... Ja, da könnte noch was sein, was mich vielleicht in die Bredouille bringt, aber wir werden es gleich mal sehen. So, der muss jetzt nämlich dahin. Ja. Dadurch locken wir jetzt die Tesla schon mal raus. Ja, genau. Oh, die sind weg! Die Fallen hat er erwischt. Die Skelettfallen hat er gerade erwischt. Unser Flammi, unsere Flammenschleuder, das ist gut. Hoffentlich ist da jetzt keine mehr. Tesla hoffentlich auch nicht mehr. Das wäre nicht gut. Denn wir wollen das hier haben. Das ist das Ziel der Begierde jetzt hier. Der Zauberturm mit dem Giftzauber plus noch die Infernos. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Das lassen wir jetzt auch ruhig erstmal laufen. Auch hier wieder kein Zeitdruck. Auch hier wieder kein Zeitdruck. Wir haben hier absolut keinen Zeitdruck. Es gibt kein Zeitlimit hier bei den Einzelspieler-Leveln. Das ist vollkommen egal. Ja, genau. Da muss ich jetzt mal eben ganz kurz dran, Ski. Ist ein bisschen langsam. Ist ein bisschen langsam. Aber wir schaffen es noch. Hoffentlich. Komm, einmal noch schießen. Bitte schieß, 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 schieß. Den habe ich leider nicht ganz erwischt. Ich hoffe, das wird mir nicht zum Verhängnis werden gleich. Ich hoffe, es wird mir nicht zum Verhängnis werden. Natürlich geil, wenn ich jetzt noch einen erwischen würde, aber das schaffen wir nicht mehr. Eie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 
Lauft jetzt mal schön da rein, du läufst jetzt da rein, genau. Und schnappt ihr euch mal bitte alle Sachen. König zünde ich schon mal eben. Da können wir auch schon mal eben freezen. Da sind noch Fallen unterwegs. Aber wir schaffen es, glaube ich. Wir müssten es eigentlich ganz gut schaffen jetzt hier. Der König lebt ja auch noch. Ja, der ist jetzt auch weg, der Minenwerfer. Komm. Klar, die lebt noch außen, Königin lebt noch. Daumen drücken, dass wir es schaffen. Dann sind es noch zwei. Dann sind es noch zwei Level. Noch zwei Einzelspieler-Level. Königin zünde ich jetzt schon mal eben. Die muss jetzt auf jeden Fall mithelfen. Da schon mal aufzuräumen. Ja, 94%, das schaffen wir. Der letzte Level ist natürlich absolut übel. Also Mommas Irrenhaus. Das war ein Spaß. Das war ein Spaß für Groß und Klein auf jeden Fall. Eieieiei. Der war übel. Aber okay, was haben wir jetzt noch übrig? Verschwindendes Dilemma, ja, den hatte ich mir eben schon vorbereitet, den Level. Fehlt danach also noch einer. Das ist Mommas Irrenhaus, wo ich ja genau weiß, was mich erwartet. Nur die Aufteilung muss ich mir nochmal angucken. Das war übel. Das war ein richtig übler Level einfach nur. Eieiei. Das war ein sehr übler Level in Mommas Irrenhaus. Da brauche ich 8 davon. Eine Valkyre. Hätte ich nur 8 Supergräber mitgenommen. Ja, mehr Platz hatte ich nicht. 5. Ja, für den Queen Walk. Oh, ich habe keinen. Stimmt, ich habe jetzt keinen Inferno-Drachen. Der fehlt mir jetzt. Nehmen wir noch lieber einen davon mit. Boah, das wird schwierig. Eieieiei. Das wird wirklich schwierig. Nehme ich lieber noch eine Valkyre mit. Das wird ein harter Level werden. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt machen soll. Uiuiuiuiui. Ich hätte nur einen Heilzauber dabei. 6 Freeze. Boah, das ist ja wirklich übel. Der Level hat es wirklich in sich. Das muss man wirklich sagen. Das ist wirklich ein sehr übler Level. Da brauche ich auf jeden Fall. Okay, da brauche ich auf jeden Fall den für. Ansonsten haben wir jetzt gleich alles. Zumindest schon mal für Verschwindendes Dilemma. Der war auch. Das Verschwindendes Dilemma ist auch wirklich ein richtig kranker Level gewesen. Aber okay, ich fordere nochmal an. So. Dann sind wir bereit für den vorletzten Level. Eieiei, das war ein sehr übler Level. 2 Sekunden, 1 Sekunde und wir sind ready. Okay. Wie habe ich das denn hier gemacht? Ich bin da reingegangen. Aber wofür habe ich denn da die Mauerbrecher gebraucht? Das frage ich mich jetzt gerade. Manchmal guckt man sich das nochmal so an und denkt sich so, warum hast du jetzt gerade diese Truppe benutzt? Oder warum hast du die Truppe mitgenommen? Ich habe 2 Supermauerbrecher in meiner Vorlage benutzt. Ich habe sie aber eigentlich gar nicht benutzt. Wofür habe ich die benutzt? Ah, ich weiß wofür, aber ich kann es nicht benutzen hier. Ich kann die jetzt hier nicht benutzen. Oh, das wird schwierig werden. Boah, das wird sehr schwierig. Die Ecke hier will ich eigentlich aufsprengen damit, aber das schaffe ich nicht. Das wird schwierig werden. Da muss ich jetzt wirklich mich konzentrieren. Und muss gucken, wie ich das Ganze angehe. Eieieiei. Na gut, ich muss es ja irgendwie schaffen, von daher ist sowieso egal. Wir nehmen. Nehme ich den Bohrer mit? Ja, komm, wir probieren es mal mit dem Bohrer. Ich probiere das ruhig mal mit dem Bohrer aus. Vielleicht funktioniert es ja. Allerdings funktioniert es jetzt nicht so, wie ich mir das gedacht hatte, ehrlich gesagt. Das ist jetzt gerade das Problem. Auch wenn da echt noch einige Valkyren am Start sind. Naja. Ein bisschen funktioniert es ja doch. Ja, der Bohrer, es geht noch. Da macht er jetzt noch was kaputt. Der König ist jetzt allerdings auch gleich Fratze. Naja, wir probieren es mal. Eieiei, in der Hoffnung, dass die Königin jetzt gleich zumindest mal ja, da reinläuft. Da war schon mal die erste Falle. Irgendwo da war noch eine, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Da müsste aber irgendwo noch eine Falle sein. Ja, da ist nämlich noch eine. Oh, Mann. Zauber drauf.
Turm ist weg. Boah, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir müssen mit der Königin jetzt auf jeden Fall so viel Output hier rausholen, wie es geht. So. Wenn der weg ist, könnte es vielleicht funktionieren. Zack, 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 zack. Wo geht ihr hin? Nicht auf die Ecke! Leute, ihr sollt doch nicht auf die Ecke gehen. Oh, Jungs. Oh, Jungs. Sie gehen auf die falsche Ecke drauf. Wir kriegen den Multi-Inferno leider nicht weg. Aber ist auch in Ordnung. Wir haben schon 42%, 44%. Ist in Ordnung. Ich kann die Königin ja auch noch zünden. Nein, und sie läuft wieder in die Falle rein. Den einen kriegen wir aber noch. Komm, hol dir doch den Turm. Hol dir zumindest noch den Turm. Haben wir 50%. Gut. So. Zack, zack. Zack, 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 zack. Einmal drumherum. Nummer 1, Nummer 2. Gladi da oben hin. Warden. Warden, hinterher. Warden. Er ist nicht da, wo er sein soll. Jetzt ist er endlich mal da, wo er sein soll, der Warden. Aber wir haben es jetzt gleich, glaube ich, auch schon. Komm, 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 komm. Ja, wir haben es, 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 wir haben es. Ich habe sogar noch 2 Freeze übrig. Ja, sind zwar noch Luftfallen am Start, aber die machen uns jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Das funktioniert. Die nerven mich ein bisschen. Aber der Warden hilft mit. Okay, der Level war ganz gut. Den haben wir ganz gut hingekriegt. Das war in Ordnung. Ja, boah, gut. Einer noch. Ein Level noch. Ein einziger Level. Aber der hat es ja wirklich in sich. Mamas Irrenhaus ist wirklich sehr übel. Eieieiei. Der Level ist wirklich sehr hart. Vor allem natürlich wegen Mama, weil Mama natürlich ultra eskaliert einfach nur. Aber okay, 99%. Wir schaffen das. So. Oh, der war gut. Der war nicht so schwierig. Nochmal ordentlich Loot obendrauf. Okay, der letzte Level. So sieht das Ganze aus. Ich will jetzt auch gar nicht. Eigentlich. Wir machen das jetzt sowieso fertig hier. Eieieiei. Das ist übel, 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 übel. So, 18 Gems, 6 Gems. Vielleicht muss ich den sowieso nochmal neu machen. Also, ich weiß nicht, ob ich den im ersten Versuch schaffe. Das weiß ich nicht. Das ist ein übel harter Level, einfach nur. Mamas Irrenhaus, der Level ist wirklich sehr hart. Also haben wir jetzt alles. Warden muss aber nicht auf Luft, sondern der Warden muss auf Boden. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal einmal ganz schnell noch an. Puh, wir locken Mama raus. Dann holen wir sie uns weg. Wir brauchen diesen Monolithen auf jeden Fall. Dafür brauche ich das Dingen. Puh, hart. Hart, hart, hart. Aber okay, wir probieren es. Wir probieren es. Mama muss als erstes weg. Da ist sie auch schon. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor Mama. Die ist so übel. Die ist so übel. Eieieiei. Nein, ich habe keinen Ballon mit. Ich hätte einen Ballon mitnehmen sollen. Da ist nämlich noch eine Falle irgendwo. Ah, verdammt. Das könnte mir auch das Genick brechen. Okay, das läuft schon mal ganz gut, weil sich Mama auf den Barbaren konzentriert. Das hat uns gerade schon mal sehr geholfen. Und eingefroren. Das müsste jetzt eigentlich schon mal reichen, um sie gleich kaputt zu machen. Na, nicht schlagen, 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 nicht schlagen. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Es reicht nicht, sie schlägt gleich. Ich muss es nochmal, ich muss nochmal freezen. Es nützt ja alles nichts. Ah, ich habe keinen Ballon dabei. Das ist natürlich super kacke jetzt. Okay, das haben wir schon mal fertig. Ja, das werden wir auch nicht hinkriegen. Nein, 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 nein. Die sind, glaube ich, zu früh gelandet. Oder? Der Monolith muss weg. Der ist weg. Okay, der Monolith ist weg. Mal eben schnell. Ich habe jetzt nur leider keinen Wutzauber mehr. Ja, und tschüss. Und tschüss, Heilerin. Und tschüss. Das ließ sich gerade leider nicht mehr vermeiden. Noch eine Falle. Jetzt müssen wir gleich sowieso zünden. Ja, jetzt müssen wir zünden. Ich muss die Adler-Devs kriegen. Die Adler-Devs müssen weg, aber das wird jetzt auch wieder knapp werden. Komm, da ist doch eine Adler-Dev. Komm, 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 komm. Hol dir, hol dir, hol dir, hol dir die Adler-Dev. Hol dir noch die eine Adler-Dev. Okay, die haben wir noch.
So, du da rein, König. Der soll sich jetzt nämlich das Katapult schnappen. Das ist noch, ja, das ist noch ordentlich Fallen am Start. Hab ich mir schon gedacht. So, Katapult ist weg. Es ist trotzdem noch ein super weiter Weg. Also es ist trotzdem noch nicht ansatzweise safe, dass ich jetzt hier was reiße. Nur weil wir jetzt hier schon mal ein paar Sachen weg haben. Das heißt noch wirklich gar nichts. Das heißt wirklich jetzt, das heißt jetzt wirklich noch gar nichts. Das heißt jetzt wirklich noch gar nichts. Das heißt noch gar nichts. Aber jetzt habe ich sie zumindest mal alle gerade im Radius gehabt, deswegen habe ich jetzt gerade schon mal den Warden gezündet. Boah, schwierig, schwierig, schwierig. Gladi haben wir noch. In der Mitte sind sie schon mal ein bisschen am Rödeln. Der Turm ist gerade da. Oh Gott. Eieieiei. Gladi ist noch da. Aber das wird wieder schwierig werden. Es wird auch wieder sehr knapp werden. Oben haben wir zum... oben haben wir noch einen. Wenn der sich das noch schnappen könnte, wäre nicht schlecht. Kommt, Leute. Ey, gemeinschaftlich schaffen wir das doch. Gemeinschaftlich kriegen wir das doch hin. Komm. Ja, das ist weg. Gut, komm. Jetzt müssen wir die Türme noch holen. Dann haben wir da noch was offen. Boah, wenn ich das jetzt schaffe, das wäre geil. Aber es ist noch so viel da. Der X-Bogen ist weg. Komm. Der Turm. Zwei Tesla noch. Komm. Haben wir da oben noch einen? Da oben haben wir keinen mehr. Also, es könnte reichen. Ich werde schon mal die Stoppuhr bemühen. Wo ist sie denn? Da ist die Stoppuhr. Ich hab's. 1:27:42. Boah. Das war mal wirklich übel. Hat länger gedauert, als ich das erwartet hatte, aber wir haben sie alle. Ich hab sie alle fertig. Und da musste ich gerade erstmal husten vor lauter Erleichterung. Alter. Wir haben es geschafft. Ich habe mir zumindest ein paar Gems jetzt wieder geholt. Und ich sag ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Meine Augen tränen schon. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da, abonniere den Kanal, ist doch wirklich viel Arbeit. Aber es hat sich gelohnt, ich habe alle Level geschafft und 1:27 gilt es zu schlagen. Es hat lange gedauert, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und dann sehen wir uns in der neuen Episode wieder. Mach's gut, tschüss!